Servus, ja. Ja, grüß dich, Alter. Grüß dich, wir kennen uns ja bereits. Ja, wie tust du das Drittel denn zusammenfassen? Ja, auf beiden Seiten auf jeden Fall gute Chancen, aber hätte für Tölz auch eins fallen können, oder? Ja, ich denke auf beiden Seiten ein bisschen zu offensiv. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, hinten besser zum Stehen, weil die ein paar gefährliche Jungs dabei haben. Und ja, es war mir ein Tick zu offensiv, was wir gespielt haben. Und vorne hatten wir auch die eine oder andere Chance, müssen aber definitiv zwingender vom Tor werden. Nicht absolut ähnlich. Ja, ansonsten hast du natürlich die größten und tollsten Stadien schon gesehen. Hier Traditionsduell natürlich gegen Vierse. Wie ist es hier zu spielen vor ausverkaufter Hütte? Ja, schön. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich glaube wahrscheinlich U18 oder U20 Nationalmannschaft letzte Mal. Ja, macht einfach Spaß. Und ja, so kleine Derbys haben sie auch. Ist ja richtig schön. Sehe ich absolut ähnlich. Dann will ich dich auch sofort hier wieder entlassen und wünsche dir eine gute Pause. Merci, dann sehen wir dich wieder. Ciao. Servus, Pius. Ja, das Spiel läuft eigentlich ganz gut, ziemlich ausgeglichen, finde ich. Jetzt im zweiten Drittel habt ihr auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zum ersten. Was braucht es von eurer Seite aus, dass ihr jetzt den Ausgleich macht und sogar vielleicht das Spiel gewinnt? Ja, ich denke, wir müssen weiter so spielen und mehr Scheiben zum Tor kriegen. Wir schießen dreimal im Block wieder rein, die Scheiben müssen wir einfach durchkriegen. Haben wir ja gegen Bietigheim gesehen, dass jede Scheibe durchgegangen, blöder Schläger rein und drin ist er. Also das müssen wir, denke ich, jetzt umsetzen, dann geht schon was. Genau. Ihr wart auch zweimal in Überzahl, habt die Chance fürs 1-1 auf dem Silbertablett bekommen. Ihr habt wirklich gutes Überzahl gespielt, aber im Endeffekt sind die Schüsse nicht durchgekommen, wie du schon gesagt hast. Ja, hast recht. Ist da irgendwie eine Anweisung gekommen, dass es heißt, ein bisschen anders spielen, vielleicht die Schüsse nicht immer von oben nehmen, sondern irgendwie auch mal von der Seite zu nehmen? Ja, also was ich finde, wir müssen schneller in Überzahl spielen, dann haben wir natürlich mehr Chancen. Und ja, mal die Schüsse ist wurscht, von wo du nimmst, Hauptsache du nimmst sie. Mhm. Lieber schießt zweimal mehr aufs Tor, wäre es wie gar nicht. Alles klar. Ja, dann weiterhin guten Verlauf und ab in die Drittelpause. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Maximilian Spöttli, Nummer 78 bei den Löwen, Man of the Match, 1-0 Torschütze. Ja, Maxi, du hast es dir wahrscheinlich auch anders vorgestellt, im dritten Drittel dann doch noch die Spieler aus der Hand gegeben. Wie fasst du das Spiel denn zusammen? Ja, ich glaube, es war ein bisschen zerfahren. Wir haben nicht in unser Spiel gefunden. Füssen hat es gut gemacht, das, was die stark macht. Haben uns nicht in unser Spiel kommen lassen, zumindest nicht richtig. Und wir konnten unsere Special Teams nicht nutzen. Und das hat uns am Ende dann, glaube ich, den Sieg gekostet. Kurze und knappe Einschätzung von dir. Auf jeden Fall vielen Dank. Und dann bis Sonntag auf jeden Fall gegen Lindau. Danke, Joe. Bauer Neudecker, Number 18 from EV Füssen. Congratulations for the win. Yeah, 3 goals, man of the match. How's the feeling for you? Thank you. Yeah, it was a good team win for us. It was good to get the extra point at the end of the, in the shootout. Hat gesagt, auf jeden Fall, es war ein sehr gutes Spiel von Ihnen und den Extrapunkt nehmen Sie natürlich dann auch mit. The momentum was on the side of the Lions. You changed it twice with your 2 goals. You always thought of the win? I think just in the third, I think we came out strong and I think we just played a good third and got that first one and then the momentum switched. Wie gesagt, das Momentum hat sich nochmal gewechselt, nachdem er den Ausgleich dann geschossen hat. Und somit hat sich dann nochmal alles gedreht. So, thank you very much for the interview and bye bye. Thank you, ciao. Ciao.